Bahnt sich hier etwa eine neue Liebe an? Durch YouTube wurde Sami Slimani alias Mr. Tutorial bekannt, wird nun Moderator bei Viva und scheint sich jetzt auch noch Germany's Next Topmodel Stefanie Giesinger geschnappt zu haben. Steffi Nator schreibt ihr zu diesem Facebook-Bild und setzt sogar noch ein paar Herzchen dazu. Steffi postet ebenfalls ein Foto und schreibt Sami Nator. Klingt, als würden die zwei sich sehr gut verstehen. Ungeschminkt und mit einem Lächeln auf den Lippen freut sich Heidi Klum heute auf Instagram über einen riesigen Strauß Rosen. Wer ihr den wohl geschenkt hat? Vielleicht ja ein Liebesbeweis ihres Freundes Vito Schnabel. Das verriet Heidi aber leider nicht. Die gebürtige Brasilianerin Fernanda Brandao feierte in Nationalfarben den Sieg ihrer Heimatmannschaft gestern gegen Kroatien. Danke, liebes Universum, was für ein schöner WM-Auftakt. Hier sagt man, Gott ist Brasilianer. Ich glaube, beim Fußball stimmt das. Und auch Janaína Zarella, die ebenfalls aus Brasilien stammt, schreibt zum Sieg, Elfmeter war nicht fair, das gebe ich gern zu. Die Seleção ist noch nicht überzeugend gewesen. Kroatien war sehr gut, aber wir haben gewonnen und das ist das, was am Ende zählt. Oder? Doch ihre Fans reagieren sauer. Ich würde mich schämen, so zu gewinnen. Oh oh. Das deutsche WM-Team spielte gestern zwar noch nicht, doch Schmuckdesignerin und Ex-Frau von Oliver Pocher, Alessandra Meyer-Wölden, hat sich schon mal bestens vorbereitet und die gesamte Familie eingekleidet. Lass die Spiele beginnen. Team Pocher ist bereit. Na dann kann ja nichts mehr schiefgehen und damit bis zum nächsten Update.